Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 20 Karriere. Jetzt geht's gegen 1860. Wir sind endlich auf einem Relegationsplatz. Hab jetzt schon ein bisschen nicht mehr aufgenommen, deshalb muss ich immer mal schauen, wie es aussieht. Also, wenn wir jetzt gegen 1860 gewinnen, Uerdingen spielt aber gegen Groß Asbach, ne? Das sollten die eigentlich gewinnen. Braunschweig spielt gegen Duisburg. Das sollten sie auch gewinnen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann den dritten Platz vielleicht festigen können. Gegen wen spielt Rostock gegen Unterhaching? Sollten sie aber auch gewinnen. Also die Konkurrenz hat leichtes Spiel. Wir haben, naja, auch nicht das schwerste Spiel. Aber wir wissen ja, wie das bei FIFA ist, ne? Von daher, von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg, von Aufstieg zu Aufstieg, hoffentlich. Wir haben ja auch noch, falls alles Heute schief freuen wir geht, uns auf ein tolles Mitrovic. Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird Von nur über daher diese kann Partie eigentlich nicht viel geredet. Gleich passieren. geht's los. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Na, das werden wir noch Ihre sehen. Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und Und Lars. heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Oh, schöner Ball auf Paulsen. Gute Aktion. Wir Ja, bringen ihn das sogar noch in die Mitte, sah aber gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ball Könnte konnte jetzt dann was leider werden. doch nicht unter Kontrolle Ja, gebracht könnte was werden. werden. Na, Da ist er vielleicht mal klasse von der Distanz, rangekommen. aber Ja, da naja. war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Ja, wer holt sich den Ball? Klasse Technik. Aber wir holen uns den Ball wieder zurück. Jetzt ist es gefährlich. Oder auch Er nicht. holt den Ball hier ganz stark. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Guaida. Macht er gut. Da kommt die Flanke. Ah, Dennis. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle Der bekommen. Da fehlt Kopfball doch wäre dann doch einiges und ein er wird bisschen sich besser ärgern. gewesen. Oder hätte besser sein können. Komm, hin. Sie ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, Buschi. Ja, und es scheint ja wirklich so, als Man sieht könnte gar ihnen da nichts. überhaupt keiner gefährlich werden. Ich Jetzt bin habe ich mich da gespannt, wie oben es drauf heute läuft. konzentriert. Selber schuld. Klasse Pass! An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Mitrovic. Süleymani. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. Ah, war so schön gedacht. Es gibt Einwurf. Und dann kommt der Ball nicht da an, wo ich will. Was macht er draus? Gutes Technik. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Er ist ja im Moment ein Tore-Garant in der Liga. Das ist überragend. Er trifft, wie er will. Und die Frage ist, kann den einer aufhalten? Im Moment wirken alle Abwehrspieler überfordert. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die Chance in den freien Raum. So, Jawohl. da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept Schön straight um. rausgespielt und Die schön Tore haben vollendet. bisher gefehlt, aber Einwandfrei, es hat ja 1-0 jetzt funktioniert. Mannheim. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Muschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Mohamed macht das Tor, schon sein drittes Sie sind jetzt Saisontor. also in Führung. 1-0. Und wie gesagt, für den Aufstieg bzw. die Relegation ist das hier unglaublich wichtig. Wir haben, seit ich hier Let's Ballverlust. Play, bei FIFA hat ja auch erst letzte Saison angefangen, aber wir sind noch nie direkt aufgestiegen. Wir mussten immer
in die Relegation. Super Pass. Oh, schöner Ball. Gefährlich. Ganz so hier vom Torhüter. Und das wollen wir hier in dem FIFA natürlich ändern. Hoffentlich. Kann er was draus machen? Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Ach. Na gut, ich meine, es kann ja auch nicht jeder reingehen. Hier trifft er nicht. Trotzdem, ja, ein Doppelpack für Mohamed wäre natürlich auch nicht schlecht. Gutes Spiel bisher und war ja auch schon erfolgreich. Gott sei Dank, ich wollte gerade schon sagen, heute sieht das Kurzpassspiel eigentlich mal sehr gut aus. Und dann, ach, heil. Ja, könnte was werden. Dann zeigt FIFA wieder, dass ich mich eines Besseren besinnen muss. Mitrovic. Schöner Ball von Mitrovic. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Ball ist unterwegs. Bam. Jawohl, unser Goalgetter macht's. Und da setzt er sich durch und macht sein Tor. Ah, da stehen beide frei, komplett in der Mitte. Aber schön gemacht, an zwei Mann vorbei, Mitrovic mit dem 18. Saisontor. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Haben wir es eigentlich auf... Ja, es steht auf Weltklasse, ne? Ich glaube. Ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwie manipuliere angeblich. Also nicht angeblich, sondern aus Versehen. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Aber es ist ja eine Aufnahme. Nicht, dass nachher heißt, wir schummeln. Komm, Schnitzler. Den Ball. Super Ding, Schnitzler. Ins Tor. Mölders. Gut verteidigt. Oh, Mölders, den gibt es immer noch. Gute alte Mölders. Der geht wohl auch nie in Rente. Mitrovic. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Weg ist der Ball. Guaida. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Oh, Mitrovic setzt sich super durch. Mitrovic! Und dann ist da der Pfosten. Schade. So gut durchgesetzt und dann nicht belohnt. Äußerst bitter. Jetzt wird's gefährlich. Super gemacht mit der Hacke. Die Riesenchance. Den Ball hält er gut. Jetzt der Eckball. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Ja, gut gemacht. Oh, was war das denn? Das hat nicht mal den Begriff Schuss verdient. Oh, Braunschweig bis jetzt nur unentschieden. Preußen auch unentschieden. Rostock führt, okay. Und Oerding führt auch. Braunschweig ist aber interessant. Oh, wir bringen mal wieder Weißenfels. Ah, wir schon lange nicht mehr spielen gehabt. Die Spieler sind zurück. Aber bis jetzt läuft's gut. Hälfte beginnt. Ja, ist er schon. Ist das hier wirklich Weltklasse? Weißenfels läuft halt einfach durch die halbe Mannschaft. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Es gibt hier Einwurf. Da verlieren sie den Ball. Oh. Mohamed, der Pass war jetzt nicht die Welt. Mölders. Schönes Zuspiel hier. Oh, gefährlich. Da zieht er ab. Ah. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich. Ja, ein schöner Angriff von 1860 reicht. Uwusu, 11 Tore. 2-1. Hier ist noch alles drin. Ja, das ist der, von dem wir aufpassen sollten, wo der Kommentator gesagt hat. Wir hätten es einmal auf den Kommentator holen sollen. Eine Aktion. Ja, ist das faul. Eine Aktion und schon ist der Ball drin. Jetzt ist es natürlich wieder gefährlich. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits.
Udek. Marco Verratti ist zum FC Liverpool gewechselt und verlässt Paris Saint-Germain. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Und jetzt die Chance. Ist es das? Gefährlich. Kann er was draus machen? Ah, guckt der Torwart noch dran. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Macht er gut. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Was macht er draus? Ah, kommt noch einer im Kopf dran. Fängt diesen Ball ab. Da passt er auf, Ball geklärt. Ah, schade. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Ja, die Löwen eigentlich... Mitrovic. Kaum auffällig. Dann eine Aktion und bäm, sind jetzt sie wieder im Spiel. Ja, da ist aber keiner in der Mitte. Er sucht die entscheidende Lücke. Ist keiner da. Oh, da hat er aber seinen Fehler gerade wieder gut gemacht. Das war sauknapp. Christiansen, lass dich nicht so einfach ausspielen. Schnell. Ganz wichtige Aktion. Super, alles wieder gut gemacht. Weil auf Wusu müssen wir tierisch aufpassen. Jetzt müssen sie aufpassen. Fairer Einsatz hier. Lex. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen nochmal wie ein Mann hinter dem Team. Komm. Und die Flanke. Wenn jetzt wirklich Braunschweig Klasse, patzen sollte, müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Ich meine, erster, denke ich, werden wir auf keinen Fall, aber man darf ja noch träumen. Super, Mohamed. Foul. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch... Ah, der war aber jetzt echt nichts. Mit dem Freistoß muss ich erst warm werden, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht viele bis jetzt gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich hier überhaupt schießen muss. Schönes Stündchen haben wir noch. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Pass! Ja, könnte was werden. Gut abgeblockt. Stark dazwischen gegangen. Toll, ah. Gut gehalten. Aller guten Dinge sind drei, sagt man. In dem Fall war es dann doch nicht so gut. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der... Aber wie gesagt, 68 ist harmlos. Die muss jetzt noch mal kommen. Jetzt der Ball verlassen. Aber... Wie gesagt, da kommt so ein Ding und dann ist so Wuse wieder da. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Es gibt jetzt eine Umstellung, sie bringen einen frischen Mann. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Jetzt der Eckball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das Pressing ist da. Leck. Der Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Schönes Zuspiel. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Und es bleiben noch 5 Minuten. Super Timing. Na. Da kommt er raus und hat den Ball. Ein bisschen eine zu fest. Starke Aktion vom Torwart. Spielt er gut mit. Da geht und da kommt wieder so ein Ding. Jetzt die Flanke. Da passt er auf und hat den Ball. Komm, diesmal gibt es aber Gas, Weißenfels. Schönes Ding von Schnitzler wieder. Hat ja schon ein Tor vorbereitet. Vielleicht ist das zweite. Ach. Ganz stark. Ja, ich wollte es eigentlich versuchen, dass dann Schnitzler tatsächlich das 2-0 bekommt. Das zweite Tor bekommt. Die zweite Torvorlage bekommt. So. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Sollte eigentlich ein Flanke bringen nicht sein.
Oh, jetzt pfeift er ab. So, egal. Wir haben gewonnen. Könnte jetzt was werden. Mohamed hat ein gutes Spiel gemacht. Slimani Spiele des Spiels. Naja, okay. Aber wie gesagt, 1860 war eindeutig zu harmlos. Oh, und Braunschweig hat tatsächlich gepatzt. Aber Preußen verloren. Uerdingen gewonnen und Rostock hat gewonnen. Aber Braunschweig nur unentschieden gegen Duisburg. Das ist schon mal wichtig für uns. Das heißt, wir sind mal zwei Zunächst Punkte rangekommen. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Ja, kein Problem. Ja, es war halt eben wirklich so. Ich hatte ja eigentlich kaum eine Chance. Ja, eine gute Chance und dann war es das. Ich bin stolz auf mein Team. Na, ja, das auf keinen Fall. Danke für diese kurze. Nein, das sehe ich eigentlich auch nicht so. Also eine Niederlage hat echt nie in der Luft gelegen. Eigentlich nicht. So, ja, machen wir mal Training. Wie gesagt, unsere Elite-Schnitzler wird hochgepusht. Und unsere Nachwuchshoffnung hier, Foray oder wie er heißt, wird hochgepusht. So, dann natürlich Mitrovic. Er hat sich auf jeden Fall das Training verdient. So, wen holen wir noch mit? Wo holen wir mal Pausen mit? Der hat noch nichts. Ja, Ball hat Foray Schnitzlein. Bin mal echt auf den Marktwert gespannt. Jetzt spielen wir gegen Jena, aber bevor wir jetzt spielen, wo kann ich noch mal was Teamzentrale? Wo kann man denn von den Spielern die Statistik sehen? Statistiken, ah ja, Torvorlagen. Eine Schnitzler, ja. Geil. Celik hat 3 Vorlagen, ohne Gegentor 8. Ein Tor. Schuster im Menschen 8 Vorlagen. Mitrovic halt eben brutal, aber Slimani auch richtig gut. Also der hat zwar 10 Tore weniger geschossen, aber der ist auch richtig gut drauf. Man bedenkt, der Serbe und der Kosovare spielen im Sturm. Ja, Weißenfels ist auch gar nicht schlecht. Müsel, 3 Tore, 3 Vorlagen. Ja, Koffi hat auch jetzt nicht so das beste Ding erreicht, aber ja. Der wird noch nächste Saison verkauft. Ich wollte mal schauen. Wer hat 1,9 Millionen schon? Schon mehr wert wie Schnitzler? Ist das bis jetzt unser teuerster? Ne, das ist Mitrovic. 7 Millionen von Drongelen. Christiansen. Millionen. Ich weiß gar nicht mehr, für wie viel wir den gekauft hatten. Naja, was soll's. Schauen wir mal. So. Ja, nur noch 8 Punkte. Das ist machbar. So, jetzt spielen wir gegen Jena. Die sind ziemlich weit unten. Letzter. Die müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Wäre ein Ding, wenn wir direkt aufsteigen würden, aber ich würde mal sagen, weil wir schauen gerade mal noch hier die Torschützenliste an. 18. Mitrovic absolut vorne. Geile Sache. Und ich wollte noch mal schauen, ob es jetzt wirklich auf Weltklasse gestanden hat. Einstellungen. Jawohl.
So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, oder besser gesagt, hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht es gegen Tabellenletzten und da wollen wir natürlich ein Torspektakel abschließen, hoffentlich. Und dann auf den zweiten Platz hochrücken, wenn es gut läuft. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.